Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und es ist schon wieder Ende des Monats und das heißt, es wird Zeit für einen kleinen Überblick über den kommenden Kinomonat und damit Zeit für meine Kinovorschau, dieses Mal August 2013. Das heißt, ich werde euch jetzt für die kommenden Startdonnerstage im August sagen, welche Filme ich mir ansehen werde, welche eher nicht, in welcher Reihenfolge, bei welchen warte ich dann vielleicht auch auf den Heimkino-Release auf Blu-ray und DVD, um euch so einen kleinen Überblick zu geben, was sich denn vielleicht lohnt anzusehen. Denn nicht jeder geht 3-4 Mal die Woche ins Kino und da will man ja schon so ein wenig selektieren. Lange Rede, kurzer Sinn, ich werde zu jedem Film immer noch hier drüben das Plakat einblenden, da könnt ihr euch dann immer per Mausklick entweder meinen Trailer-Check oder meine Kritik, wenn die schon online sein sollte, klicken und ein bisschen mehr über den Film erfahren als nur die 1-2 Sätze, die ich jetzt hier in groben Zügen immer kurz zu dem Film anreißen werde. Soweit, so klar und dann fangen wir am besten einfach mal an. Der erste Kinostarttag, also der erste Donnerstag im August, ist direkt der 1. August und dort startet schon der ein oder andere interessante Film, vor allem oder allem voran für mich Conjuring, die Heimsuchung, ein Horrorschocker mit Vera Farmiga, mit Patrick Wilson und unter anderem von dem Regisseur James Wan, der in dem Genre absolut beliebt ist und ein Film, der hat mich einfach mal so ziemlich im Kino umgehauen. Gruselig bis zum Anschlag verbindet er viele verschiedene Horrorgenre-Filme und ist dabei einer der besten der letzten Jahre. Also eine absolute Empfehlung für alle Genre-Fans, unbedingt sehen, meine Nummer 1. Meine Nummer 2 ist, weil ich Animationsfilme so mag, Die Schlümpfe 2, natürlich in 3D, wieder mit Neil Patrick Harris und diesmal mit den Lümmeln, die als Gegensatz zu den Schlümpfen fungieren sollen und die Geschichte von Gargamel. Ich mochte den ersten Teil nicht wirklich, aber dennoch werde ich mir den zweiten hier ansehen. Meine Nummer 2 hier am 1. August. Meine Nummer 3, die Möbius-Affäre mit Jean Dujardin, die Geschichte eines Agenten oder Doppelagenten, der sich wiederum in einem Spiel vieler Agenten wiederfindet. Eher ein Genrefilm, der durchaus aber interessant ist, vor allem, weil ich Jean Dujardin unglaublich gerne sehe und ein Film, den ich mir so ziemlich gar nicht ansehen wollen würde und hier erwähnen muss, deswegen ist der Dampfnudel-Blues, eine Art Komödie, die wahrscheinlich oder anscheinend ausschließlich erst einmal in Bayern startet und ich komme mit diesem Dialekt die ganze Zeit nicht klar, finde den Trailer aber auch unglaublich unlustig und das wären die Filme, auf die so ein wenig mein Augenmerk gelegt wird am 1. August. Eine Woche später, am 8. August, kommen wieder ein paar Filme ins Kino, unter anderem mein Nummer 1, Das ist das Ende von Seth Rogen, unter anderem mit James Franco, Jonah Hill, Emma Watson und vielen mehr. Ein Szenario, in dem die Welt untergeht, aber ein Haufen Hollywood-Stars überleben, die alle sich selbst spielen. Die Trailer sind so abgefahren lustig, dass ich mich total darauf freue und mir den Film unbedingt als erstes ansehen werde zum 8. August. Denn meine Nummer 2 ist Trance, gefährliche Erinnerung, der neue Danny Boyle-Film mit James McAvoy, Vincent Castle und vielen mehr. Es geht dabei um Hypnose und die Welt, die sich dahinter verbirgt, im Unterbewusstsein und den Raub eines teuren Gemäldes, das zusammengepackt in einen Danny Boyle-Film. Kann ziemlich interessant sein. Ich bin mal gespannt. Meine Nummer 2 am 8. August. Meine Nummer 3, Lone Ranger mit Johnny Depp, mit Armie Hammer von den Machern von Fluch der Karibik. Sieht der Film auch tatsächlich so ein wenig aus wie Fluch der Karibik, nur diesmal so halb in der Wüste und weckt irgendwie seit dem ersten Trailer nicht so richtig mein Interesse. Auch in den USA für seine Verhältnisse absolut gefloppt und deswegen meine Erwartung ganz weit unten. Meine Nummer 3, die ich mir ansehen würde. Und meine Nummer 4 am 8. August ist 42, die wahre Geschichte einer Sportlegende, die Geschichte eines schwarzen Baseballspielers, der in der Major League einsteigt und dabei die Geschichte des Baseballs ein Stück weit verändert und Rassengrenzen vielleicht überwinden kann. Finde ich immer wieder spannend, auch wenn hierzulande Baseball keine so große Sportart ist. Das war es dann am 8. August. Weiter geht es mit dem 15. August. Auch dort gibt es den ein oder anderen interessanten Film, allem voran für mich Kick-Ass 2. Der erste Teil ist großartig, in der Fangemeinde hoch umjubelt und man freut sich wirklich auf ein Wiedersehen mit Hit Girl und unter anderem hier diesmal aber auch Jim Carrey mit an Bord. Ich freue mich schon, der Film soll gut sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen, bin aber gespannt. Nummer 2 ist dann der Science-Fiction-Film Elysium mit Matt Damon und einer unterdrückten Welt und einer elitären Welt, die sich an einen Ort namens Elysium zurückgezogen hat und man versucht diesen dann zu infiltrieren, aber so werden Jäger zugejagt. Ich bin mal gespannt. Viele freuen sich auf den Film. Der ist schon so ein bisschen umjubelt und viel erwartet. Ich bin noch ein wenig skeptisch nach dem Trailer. Nummer 3, Percy Jackson im Bann des Zyklopen. Die Fortsetzung. Ja, die Geschichte von Percy Jackson, dem Halbgott, der aber jetzt auf einmal in seinem Camp von Kronos angegriffen wird und sich auf die Suche nach dem goldenen Vlies begibt. Meine Nummer 3 am 15. August. Nummer 4 ist The Bling Ring von Sofia Coppola. Der neue Film mit Emma Watson. Die Geschichte einer Reihe von Jugendlichen, die mal so richtig Party machen wollen. Aber um Party zu machen, braucht man Geld. Und somit begeht man Einbrüche in Villen der Reichen. Ob man damit aber so einfach davon kommt, ist die
die Frage. Auf jeden Fall ist der Trailer ziemlich partyhaft. Bin mal gespannt. Bin mir nicht ganz sicher. Bei The Bling Ring wäre meine Nummer 4. Meine Nummer 5 ist die Dokumentation Can't Be Silent, die wahrscheinlich nur in ganz wenigen ausgewählten Kinos laufen wird. Aber eine Dokumentation rund um Flüchtlinge ist, wie sie versuchen, Ländergrenzen zu passieren. Und Einzelschicksale werden dort erzählt und aufgegriffen. Finde ich spannend. Eine Woche später, am 22. August, gibt es dann mit Pain and Gain meine Nummer 1, die ich mir in dieser Woche ansehen würde, mit Mark Wahlberg, mit Dwayne Johnson, der neue Michael Bay-Film, ist eben die Geschichte von, ja, kräftigen Männern, die versuchen, dann doch Gerechtigkeit ins Leben zu bringen, und das Ganze nicht unwitzig. Trailer sieht cool aus, cooler Cast. Ich bin gespannt. Nummer 2 ist dann der jetzt schon skandalös umschriebene Film Feuchtgebiete. Muss man aus diesem Buch einen Film machen? Das ist die große Frage. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall wartet uns der Streifen ab dem 22. August. Ich glaube nicht, dass er wirklich gut wird, aber ich glaube auch, dass sich genug Leute den Film ansehen werden, als dass er als Erfolg gefeiert werden wird, allein um zu sehen, wie setzt man ein solches Buch denn filmisch noch um. Nummer 3 ist dann für mich die Dokumentation Apple Stories. Wird auch wieder nur in wenigen Kinos wahrscheinlich laufen, aber begleitet den Produktionsprozess eines Mobiltelefons und durch wie viele Welten und auch dritte Welten es quasi gehen muss anhand des iPhones von Apple eben. Und Apple hat ja auch, was die Presse angeht, für nicht gerade positivste Schlagzeilen gesorgt in diese Richtung, weswegen diese Dokumentation durchaus interessant sein könnte. Und Nummer 4 ist dann die Science-Fiction-Romanze Upside Down mit Jim Sturgess und Kirsten Dunst. Zwei Welten, die irgendwie umgedreht aufeinander existieren und damit Gesellschaften geschaffen werden, die eigentlich nicht in Verbindung treten dürfen, nur verlieben sich eben zwei aus diesen Welten. Da hat man so ein wenig die Romeo und Julia-Story. Meine Nummer 4, ich glaube, der ist jetzt nicht der große Hit, aber vielleicht für Genre-Fans sehenswert. Und das war's dann am 22. August. Und dann kommen wir zum letzten Starttermin, weswegen der August auch ganze 5 Startdonnerstage hat. Eine ganze Menge, nämlich dem 29. August. Dort würde ich mir auf jeden Fall ansehen, auf den Streifen freue ich mich. R.I.P.D., der kommt in 3D ins Kino mit Ryan Reynolds, mit Jeff Bridges. Ryan Reynolds ist dort ein Cop, der während eines Gefechts ums Leben kommt, aber anstatt tatsächlich zu sterben, kommt er in ein Reich, in dem er dann wieder auf die Erde berufen wird als untoter Polizist. Ja, das ist dann wieder das Rest in Peace Department, daher der Name R.I.P.D. Lustiger Trailer, erinnert so ein bisschen an Man in Black, wenn man ehrlich ist, aber ich bin mal gespannt. Meine Nummer 2 ist Wir sind die Millers, eine Geschichte rund um eine Familie, die, oder einen Mann, der irgendwie eine Familie zusammencasten muss und deswegen die merkwürdigsten Leute, unter anderem Jennifer Aniston als Stripperin an seiner Seite hat, und das Ganze halt verpackt in eine Komödie, so ein bisschen witzig. Der Trailer kann vielleicht ganz okay sein, bin mal gespannt. Meine Nummer 2. Nummer 3 ist dann Chroniken der Unterwelt, City of Bones. Übrigens wird es zu dem Film im August noch eine richtig coole Verlosung geben, bei der ich Freikarten für die Premiere auf dem roten Teppich im Sony Center in Berlin verlosen werde, wo wir dann zusammen zur Premiere gehen können, das er hier schon mal kurz erwähnt. Und ist eben so eine Geschichte Richtung, ja, es ist so ein wenig wieder der Versuch, einen Twilight-Ersatz zu schaffen, wenn ich ehrlich bin. Es geht wieder um Menschen und irgendeine Art Wesen, die wie Menschen aussehen, aber was anderes sind, die sogenannten anscheinend Mundi, irgendwas in die Richtung. Und dann wird das Ganze halt so halb fantastisch daherkommen. Bin mal gespannt, hab den Film noch nicht gesehen von Konstantin Film. Wir lassen uns mal überraschen. Meine Nummer 3. Meine Nummer 4 ist dann der Animationsfilm Planes, der irgendwie so verdammt wie Cars aussieht, nur diesmal mit Flugzeugen. Wird aber in den Trailern auch schon so angekündigt. Und ich persönlich finde ja Cars eine der schwächeren Reihen an Animationsfilmen. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so der ganz große Fan, was jetzt den Start von Planes angeht, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ich lasse mich hier gerne überraschen, wenn die Erwartungen weiter unten sind. Dann kann man sich ja leicht dann doch überraschen lassen. Eben meine Nummer 4 am 29. August. Und damit ist der August auch schon wieder durch. Und ich hoffe, der ein oder andere von euch konnte den ein oder anderen einen interessanten Film mitnehmen oder sich notieren und sagen, ja, den muss ich unbedingt im Kino sehen. Da wünsche ich dann ganz, ganz viel Spaß im Kino. Freue mich sehr, wenn ihr mir einen Daumen da lasst für diese Kinovorschau und lasst es einfach bleiben. Wenn nicht, freue mich aber auch sehr, dass ihr generell dieses Format so honoriert. Das freut mich wirklich absolut. Okay, das war's von mir, wie gesagt, für jetzt mit meiner Kinovorschau zum August. Wer noch Lust hat, klickt sich gerne meine letzten beiden Kino-Reviews oder schaut bei Twitter und Facebook vorbei, wenn wir sonst noch über Filme schreiben wollen. Oder abonniert diesen oder meinen Zweitkanal. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, lasst es bleiben, wenn doch. Das entscheidet nur ihr. Aber morgen um 15 Uhr gibt es hier spätestens ein neues Video und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei, natürlich um 3 Uhr.